Stopp! Zu viel Information. Too much information. Geht es dir auch häufig so, dass du einfach einen kompletten Overload hast von Informationen? Es gibt so viele Kurse da draußen, Coaches und Berater, die dir irgendwelche Trainings anbieten, auch noch hochpreisig für Minimum 5.000, 10.000 Euro. Und du weißt eigentlich gar nicht mehr, was du tun sollst. Und du willst dich einfach nur selbstständig machen und hast noch sehr begrenzte Mittel. Oder du bist schon selbstständig und willst auch, sind wir sozusagen, nicht jetzt hier horrende Summen investieren in irgendwas, wo du gar keine Ahnung von hast, ob das überhaupt funktioniert. Oder du hast schon ein größeres Unternehmen, du bist schon ein Unternehmer und du möchtest einfach mehr Umsatz. Oder deine Leute, deine Angestellten sollen mehr Umsatz machen. Und es gibt so viele Kurse da draußen zu allen möglichen Themen. Ja? Es gibt Kurse da draußen zum Thema PPC, ja? Wie du mehr Traffic bekommst. Ja? Es gibt Kurse da draußen zum Thema Landing Pages. Ja? Es gibt Kurse da draußen zum Thema, was weiß ich, ja? Wie du die Buchhaltung machst. Und es gibt aber nur eine Sache, die du wirklich benötigst. Und wenn diese eine Sache nicht funktioniert, dann ist alles andere völlig gleichgültig. Und diese eine Sache ist Vertrieb. Eine Vertriebsstrategie. Eine Vertriebsstrategie mit nur einem einzigen Zweck: dir mehr Kunden zu bringen. Mehr Kunden, die dir Geld geben. Denn ohne Kunden, die dir Geld geben, oder vielleicht mehr Kunden, die dir mehr Geld geben, brauchst du auch keine Buchhaltung. Wozu brauchst du einen Buchhalter, der vielleicht nur lauter Rechnungen begleichen muss, ja, aber keine Rechnungen stellen darf, weil du eben noch keine Kunden hast oder nur sehr wenig oder weniger Kunden, als du Ausgaben hast. Extrem schlecht. Was bringen dir Strategien und Kurse für Online-Marketing-Strategien, die dir viele 10.000 Euro kosten, bis du überhaupt mal an einen Punkt kommst, dass diese Strategien überhaupt gewinnbringend sind. Du kannst heutzutage bei den aktuellen Klickpreisen kannst du davon ausgehen, dass du zwischen 3.000 und 5.000 Euro benötigst, einfach nur als Spielgeld, um einfach mal in eine Marketing-Kampagne, Online-Marketing-Kampagne zu verbrennen, ohne dass du auch nur einen Euro dabei gewinnst, sondern einfach nur um mal zu testen. 5.000 Euro Marketingbudget, nur um mal zu testen. Und wenn du vielleicht die Testergebnisse hast, die noch nicht ausreichend sind, dann am besten nochmal 5.000 Euro investieren. 10.000 Euro Marketingbudget im Online-Bereich, das ist gar nichts. Das ist einfach nur Luft, ja? In manchen Branchen und Nischen. Ich habe Kunden, die, sagen wir mal, 2, 3, 4, 5 Millionen Umsatz im Jahr machen bereits. Ja? Und selbst die sagen sich und fragen sich, naja, ich hätte vielleicht 1.000, 2.000 Euro im Monat für Online-Marketing-Budget. Ja? Und selbst da muss ich sagen, okay, da können wir schon machen, aber viel warum kommt nicht. Jetzt, wenn du dich jetzt gerade selbstständig machen willst, ja, wie viel Geld willst du denn investieren, bis du den ersten Euro wiederfindest? Also, wir machen jetzt hier erstmal PPC, streichen erstmal durch. Ja? Große Gelder ausgeben für große Webseiten und Landingpage, streichen erstmal durch. Buchhaltung kannst du bis zu einer Viertelmillion, ja? Kannst du deine Buchhaltung selber machen. Ja? Also zumindest mal die ersten 100.000 Euro, je nachdem, wo du gerade bist auf deinem Level. Natürlich, wenn du Unternehmer bist, dann hast du natürlich sowieso schon deine Buchhaltung, deinen Steuerberater natürlich. Ja? Aber auch ein Steuerberater kostet nur Geld. Ja? Steuerberater, wozu brauchst du einen Steuerberater, wenn du noch kein Geld einnimmst? Wenn du gerade erst anfängst, wenn du selbstständiger werden willst oder bist und hast erst ein paar 10.000 Euro verdient im Jahr. Ja? Auch dann brauchst du kein Geld für einen Steuerberater auszugeben. Das kannst du vielleicht nach einem Jahr machen. Es geht nur um die Kunden und da gibt es drei Möglichkeiten, wo du momentan stehen kannst. Also die erste Möglichkeit ist, du bist sozusagen noch Angestellter.
und du willst dich selbstständig machen. Dafür ist dieser Kurs. Die zweite Möglichkeit ist, du bist schon Selbstständiger, aber du hast vielleicht nur ein paar Euro verdient oder noch gar nichts verdient. Auch dafür ist dieser Kurs. Die dritte Möglichkeit, du bist Unternehmer, du hast vielleicht ein Sales-Team, das nicht richtig performt, oder du arbeitest vielleicht für ein Unternehmen als Angestellter, ja, und möchtest dich gar nicht selbstständig machen, aber deine Umsätze reichen dir selber auch nicht, also dein Verdienst sozusagen. Für all diese drei ist der Kurs. Und in diesem Kurs lernst du Vertrieb. Du lernst, wie du mit dem Telefon und mit dem Internet, egal wo auf der Welt, das kannst du sogar remote machen oder auch aus dem Homeoffice heraus. Momentan sitzt sowieso jeder im Homeoffice. Ein Telefon brauchst du, ja, und einen PC. Telefon und PC. Und das ist alles. Ja, du hast einen Fixkostenanteil, wenn du dich selbstständig machst, von, sagen wir, weniger wie 100 Euro im Monat. Und kannst damit starten. Und jetzt kommst, wie viel Geld kannst du damit verdienen, ohne dass du jemanden einstellen musst, ohne dass du Geld für Werbung ausgeben musst, für teure Coaches, für an irgendwelche Trainings, ja, für Online-Marketing irgendwelche Budgets haben musst, für Facebook-Werbung, für Google-Werbung oder sonstiges, oder für irgendwelche Funnel-Werbung. Ja. Du kannst hier bis zu 13.250 Euro verdienen im Monat. Ja, brutto. Wenn du jetzt, sagen wir mal, Single bist und nicht verheiratet und relativ viel Steuer zahlen musst, dann bleiben dir ungefähr 6.000 Euro. 6.000 bis 7.000 im Monat, netto. Davon habe ich immer geträumt, als ich noch Angestellter war. Ja? Mein Chef damals im Callcenter mit 50 Angestellten hat damals nicht mal dieses Gehalt gehabt. Ja? Und das kannst du ganz alleine, ohne Angestellte, ohne irgendwelche Werbeanzeigen ausgeben zu müssen, ohne weitere große, teure Trainings, nur mit einem Telefon und mit einem Bildschirm kannst du dieses Geld verdienen. Ja? Mehr Geld verdienen, mehr wie 13.250 Euro, wird schwierig. Ja? Dann musst du andere Strategien fahren, dann musst du andere, sagen wir mal, weitere Levels nehmen, weitere Coaches, weitere Trainings machen, okay? Aber du kannst locker erstmal ein Jahr lang diese 13.250 Euro im Markt abrufen mit nur einem PC, einem Internet und einem Telefon. Sagen wir mal ein Jahr lang bei einem Fixkostenanteil von 100 Euro. Jetzt sagen wir mal, du lebst in München oder in Hamburg oder in Frankfurt oder in Düsseldorf. Und du hast, sagen wir mal, laufende Kosten von 1.500 Euro. Ja, dann bleiben dir hier noch 4.500 Euro im Monat übrig. Abzüglich Kosten, das ist dein Reingewinn. Ja, nach einem Jahr, nach Adam Riese, sind das ca. 60.000 Euro, die du auf deinem Konto liegen hast. Also zieh das mal ein Jahr lang durch und dann hast du 60.000 Euro Cash. Cash on the Tash. 60.000 Euro. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt stelle ich mal den ersten Studenten ein. Ja? Für 700 Euro oder den ersten Teilzeitangestellten für 1.000 Euro. Ja? Kleine Schritte gehen. Aber bis dahin, und das ist, deswegen für dich ist dieses Video, weil du höchstwahrscheinlich an einem von den drei Stellen hier bist, entweder Angestellter, möchtest dich selbstständig machen oder möchtest als Angestellter mehr Geld verdienen, mehr Umsatz im Vertrieb, bist schon Selbstständiger, aber es läuft noch nicht so richtig, du musst einfach noch, willst noch mehr Geld machen als Selbstständiger, bis zu 13.000 Euro, 250 Euro im Monat sind möglich. Oder du bist Unternehmer, hast Angestellte, da läuft es nicht so richtig im Umsatz, du hast vielleicht ein Team, das du managen musst, etc. pp. Also, trag dich jetzt hier unten ein und wir hören uns auf der anderen Seite oder wir sehen uns auf der anderen Seite, im Zoom-Call eventuell. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Wir sehen uns. Bis dahin. Goodbye.